denke, es ist eine karibische Insel. Ich sehe am Strand irgendeine, ja, da tanzt eine Frau. Ja, ich bin jetzt zu ihr hin und sie nimmt mich bei der Hand und ja, wir gehen jetzt so in diesen Dschungel rein, der da sofort an dem Strand angrenzt. Das ist alles sehr dicht bewachsen, sie geht vor mir her. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo mitten in diesem Dschungel ein riesiges, wie so ein Krater, ein riesiges Loch, aber auch alles unheimlich grün bewachsen. Und es geht dann ganz tief nach unten und wir stehen so direkt am Rand. Das ist eigentlich ein überwältigender Anblick. Sie zeigt nach unten und meint, wir müssten da rein. Ich hatte gerade den Mut gefasst und bin jetzt mit ihr zusammen einfach gesprungen. In dem Moment geht es im Fall nach unten. Es formt sich zu so einer Röhre, wie so ein Schlauch, der so ein bisschen, ja, geschlängelt läuft das Ganze. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass am Ende nicht dunkler wird, sondern eigentlich immer heller wird. Sie ist jetzt angehalten und winkt mir zu, so nach dem Motto, ich müsste jetzt alleine weiter. Ja, dieser Schlauch ist jetzt zu Ende und im Moment sehe ich eigentlich alles nur Licht um mich rum. Ein bisschen wie ein Nebel auch. Ich habe dem Licht jetzt und dem Nebel gesagt, dass ich mich eigentlich gut fühle und jetzt löst er sich langsam auf. Jetzt plötzlich sitze ich auf einem Pferd. Ich kann aber nicht so recht erkennen, wo ich eigentlich bin. Ich sehe nur, dass ich auf diesem Pferd sitze und dass es irgendwie vorangeht. Also mittlerweile befinden wir uns, das ist eigentlich recht kurios, wir sind so eine Serpentinenweg hoch, ganz steil, felsig. Und jetzt sind wir oben angekommen und das Ganze ist eigentlich nur noch eine ganz dünne Säule. Wir stehen oben drauf. Das scheint der höchste Punkt, auf dem wir sind, und rings um mich herum ist alles ziemlich karg, felsiges Gebirge. Und aus dem Himmel heraus ist jetzt eine Kugel erschienen. Die ist jetzt so direkt vor mir. Jetzt muss ich erstmal sehen, was diese Kugel von mir will. Und jetzt hat sie mich in sich hineingezogen. Ja, ich sitze jetzt in dieser Kugel drin und wir entfernen uns von diesem Pferd. Jetzt sind wir also mittlerweile, sehe ich die Erde von oben. Ja, das ist ein schönes Gefühl, weil es war immer ein Traum von mir, die Erde mal aus dieser Entfernung zu sehen. Hallo Erde. Ja, ich liebe dich. Schön, wie du als freischwebender Planet dort fliegst. Ja, diese Kugel ist jetzt weg und ich schwebe jetzt für mich frei. Also irgendwie passiert da nicht viel. Ich schwebe immer nur, ich sehe die Erdkugel, dann habe ich jetzt den Saturn gesehen und andere Planeten. Ich schwebe also einfach so im All. Das ist ganz merkwürdig. Immer wenn, zum Beispiel wie jetzt, wenn ich sehe, dass ich da so rumschwebe und eigentlich nichts passiert, dann macht mich das immer ganz nervös. Dann merke ich immer so nach dem Motto, das kannst du jetzt irgendwie nicht sein. Du kannst halt dann nicht einfach rumschweben und es passiert nichts. Ja, ich kann nie irgendwo ruhig sitzen und dann habe ich immer das Gefühl, ich bin unproduktiv. Ja, dass das irgendwie nicht ginge, so jetzt einfach nur sich die Ruhe antun und nur einfach mal so da sitzen. Ich bin jetzt riesengroß und sitze auf der Erde. Ja, ich bin riesengroß. Herr Saturn ist auch da mit seinen Ringen. Und diese Ringe, die kann ich jetzt so zwischen meinen Fingern nehmen und einfach mal so drehen lassen. Ich sah mich irgendwie so Wilden Westen mäßig. Ich sah erst mit einer Gruppe, ja, wie so eine Gruppe Cowboys, sind wir irgendwo durch die Wüste gegangen mit unserem Gepäck. Und dann sah ich mich irgendwo mit einem Indianer in einem Kanu sitzen. Da bin ich wohl eigentlich immer noch. Er sagt, da wart's ab, ich zeig dir was. Also wir sind mit dem Kanu hin und her und einen ganzen Weg entlang und wieder durch so einen Tunnel durch. Und jetzt bin ich letztendlich wieder in dem Weltraum. Mittlerweile ist Zeichentrickfigur-mäßig eine Frau noch dabei. Der Indianer ist eigentlich weg.
sitze ich mit einer Freundin im Kanu. Das Kanu und sie ist Zeichentrickfigur. Und jetzt sah ich in dem Weltraum wie so ein Strudel, der zog uns an. Und wir sind auch dorthin, aber letztendlich, bevor wir in diesen Strudel hineingesogen wurden, änderte er sich und erschien als Lotusblüte. Ja, und da bin ich jetzt eigentlich angekommen, dass da jetzt einfach nur die Lotusblüte im Weltraum ist. Ich habe letztendlich jetzt mitten in dieser Blüte gesessen und habe mit ja, diesen Blütenpollen habe ich so direkt davor gesessen. Und dann öffnete sich dieser Pult von Blütenpollen und in der Mitte entstand wie so ein Wasser. Dort sollte ich hineingehen. Dort sah ich mich dann herabrutschen und erst hatte ich den Eindruck, dass ich mich dort als Embryo sah und dann ganz plötzlich in der nächsten Sekunde entstand das Bild von einer Frau, die wohl in einer Dusche sitzt. Sie sieht irgendwie aus wie Frauke. Und sie sagt ja. Und sie wirkt sehr traurig. Ja, sie hat mir gerade gesagt, sie wäre halb zerfressen. Das, was auch bildhaft erschien, als wäre sie zur Hälfte aufgefressen. Sie ist jetzt völlig zerfallen, ist gar nicht mehr da. Und jetzt ist jemand anders entstanden. Ist auch weiblich, ist eine sehr große Figur. Und sie hält mich auf ihrer Hand. Ich bin sehr winzig. Ich stehe also in ihrer Handfläche. Sie schaut mich an. Sie sagt eigentlich gerne, ist alles unheimlich kurios. Sie hat mich von ihrer Handfläche weggepustet. Und jetzt weiß ich noch gar nicht so, was passiert. Ich merke nur, dass ich mit einer unheimlichen Geschwindigkeit davonfliege. Ich frage mich gerade, ob das so ein bisschen das Gefühl war, so von wegen, hau ab, ja, dann will dich so gar nicht irgendwie, geh weg. Ja, ich weiß nicht, wie ich dich ansprechen soll. Vielleicht sagst du mir mal deinen Namen. Oh, sie sagt Mutter. Meine Mutter, meine richtige Mutter. Ja, die Proportionen stimmen irgendwie nicht. Im Grunde halte ich dich für kleiner als mich selbst. So richtig akzeptieren kann ich dich eigentlich nicht. Deswegen ist es ein bisschen merkwürdig, dass du viel größer bist als ich. Irgendwie will sie sich jetzt verflüchtigen, aber komm ruhig wieder zurück. Also das kannst dich dem jetzt ruhig stellen. Ich würde ganz gerne wissen, wieso du mich in deiner Hand so klein hältst. Ich wäre ja ihr Kind. Na, ich sag trotzdem, ja, deswegen bin ich aber nicht mehr dein kleiner Junge. Ja, jetzt sind wir irgendwie gleich groß. Ja, so gefällt mir das eigentlich besser, wenn du jetzt vor mir stehst, als. Ja, ich frage mich, warum du hier bei mir erscheinst. Du willst mir doch bestimmt irgendwas sagen. In letzter Zeit denke ich eh viel über dich nach, weil ich entdecke, dass ich viele Dinge von dir in mir habe, die ich früher nie gekannt habe. Die ich jetzt langsam, je besser ich dich kennenlerne, je besser ich auch mich kennenlerne. Und mir langsam klar wird, warum ich manche Dinge an und in mir habe, von denen ich überhaupt nicht gewusst habe, wo die herkommen. Sie hört sich das an und überlegt jetzt einen Moment. Ich habe sie jetzt gefragt, wer sie eigentlich wirklich ist. Sie sagt, sie weiß es manchmal selber nicht genau. Ist eigentlich ein fremdes Gefühl, was ich habe, wenn ich dich sehe. Oft auch nicht unbedingt angenehm. Manchmal ist es ein Gefühl aus Freundschaft oder der Freundschaft. Im Grunde weiß ich eigentlich gar nicht, wer du bist, weil ich dich ja ewig nicht gesehen habe. So ein bisschen beschämt, als würde sie sagen wollen, ja, ich weiß. Tut mir leid, aber im Grunde willst du es nicht wahrhaben. Ja, eigentlich war es ziemlich problematisch für mich, dass du so lange weg warst. Dass du irgendwie eines Tages plötzlich wieder dagestanden hast und der Meinung warst, man müsste sich jetzt mal kennenlernen. Das alles war irgendwo nicht so toll. Ich habe mich eigentlich auch ziemlich oft gefragt, wo du bist und wer du überhaupt bist. Ich wusste noch nicht mal mehr, wie du aussiehst. Und wenn ich ganz ehrlich bin, irgendwann war mir das auch egal. Ja, sie sagt, sie könnte das verstehen. Er wird mir das auch gar nicht so übel nehmen. Wird sich aber wünschen, dass wir irgendwie gute Freunde werden würden. Zusammenbleiben Sinne. Ja, schon. Jetzt verabschieden wir uns irgendwie. Das ist eigentlich eine bekannte Szene. Ich steige jetzt in mein Auto. Ja, und jetzt fahre ich weg und wir verabschieden uns. Jetzt sehe ich plötzlich,
Alles in Schwarz-Weiß. Irgendeine Szene, wo viele Soldaten in so einer Straße sind. Sieht irgendwie so ein bisschen nach Kriegszeit aus. Ja, ich frage mich, was macht ihr hier? Ihr steigt da in die Häuser ein und das sieht alles so ziemlich nach Angriff aus und als würdet ihr hier einen großen Angriff vorbereiten und ich fühle mich ehrlich gesagt gar nicht gut dabei. Und ich frage mich auch wirklich, was ihr hier macht und was ich damit zu tun habe. Die reagieren gar nicht. Na, jetzt habe ich sie alle stramm stehen lassen. Genau, das funktioniert mit einem Handumdrehen. Jetzt wollen sie mir erzählen, dass sie selber nicht genau wissen, was sie da machen. Ja, die sollen da erstmal wieder aufräumen und die Hütten vernünftig sauber machen. Und alles wieder ein bisschen lebenswürdig gestalten. Ja, kommt kein Widerstand, also machen da fröhlich ihre Arbeit. Ich sehe da gerade wieder jemanden, den muss ich mal eben ansprechen. Scheint wieder meine Mutter zu sein. Die wirkt so mit dem kleinen Finger, ich soll mal kommen, jetzt gehe ich da mal eben hin. Jetzt sind wir irgendwo eine Kellertreppe runtergegangen, unten in so einen Raum. Und jetzt musste ich ihr erstmal was hinter der Ohren hauen, weil sie der Meinung war, sie müsste mich da unten in so einen Hinterhalt führen. Und das kann ich jetzt irgendwie nicht unbedingt zulassen. Sie wird ziemlich ösig. Ey, du bist ja echt aggressiv hier, was soll das? Ja, jetzt spuckt sie mich an, ich glaub, sagt er. Hey, ich glaub, du hast eine Meise, ey. Aber was soll das? Was machst du hier? Ah, ja, ich hasse dich, sagt sie. Ja, ich dich auch gleich, echt. Ich hab dir überhaupt nichts getan. Ach, ich bin geboren, sagt sie. Ja, Spitze. Da kann ich doch nichts für. Ja, genau, habe ich irgendwie dein Leben gestört oder war ich ein Störfaktor, dass ich plötzlich da war? Ja klar, sagst du, was ich denn denken würde, logisch. Ja, hast du dich gar nicht gefreut, dass ich unterwegs bin und dass ich geboren wurde? Ne, es war für sie der Horror. Ja, das habe ich gemerkt, war es ja dann ziemlich schnell weg. Also sie sagt, sie wäre froh, wenn ich gar nicht existieren würde. Aber ich bin nun mal da, was kann mich nicht auflösen. Jetzt sitzt sie auf der Treppe, ist völlig verzweifelt und weint. Das berührt mich eigentlich nicht. Ja, was glaubst du denn jetzt, wie wir damit weiter umgehen? Ich meine, es ist nun mal passiert, ich bin nun mal da. Irgendwie denke ich, sollte man das Beste draus machen. Die Sachen, die du meinst, früher falsch gemacht zu haben, die hast du nun mal gemacht und musst ja lernen, mittlerweile mal mit umzugehen. Du steckst in meinen Augen so voller Schuldgefühle und Komplexe und was weiß ich nicht alles. Und ich habe den Eindruck, du bist bis oben hin voller Müll. Ja, sie ist der gleichen Meinung. Ja, jetzt kommt sie so auf mich zu und nimmt mich im Arm. Aber ich merke so, wie ich das so irgendwo gar nicht so recht möchte. So. Ja, ich möchte das jetzt gar nicht, dass du mich im Arm nimmst. Fühle ich mich irgendwie nicht so gut bei. Ja, sie geht auch zurück und sagt, ja, was soll sie denn machen? Und jetzt wollte sie irgendwie verschwinden. Jetzt weiß ich nicht, soll ich sie gehen lassen oder? Tja, irgendwie habe ich das Gefühl, sich da weiter mit zu befassen. Ich weiß nicht, die Dinge, die Sachen sind gewesen, ne? Ich kann es eh nicht erinnern, dass sie mich damals als Störfaktor angesehen hat. Ich bin der Meinung, dass man sehen muss, dass man doch sich da bestmöglichst mit arrangiert. Ja, sie sagt, okay, irgendwo richtig, aber sie wünschte sich, das alles wäre nie gewesen, das hätte ihr Leben so sehr kaputt gemacht. Und irgendwie weiß ich da nicht mit umzugehen. Ich bin der Meinung, du solltest letztendlich irgendwo dir klar machen, dass ich nun mal da bin und dass die Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, dass das nicht mehr zu verändern ist. Und ich sag mir einfach schon seit langem, dass du mal endlich anfangen sollst, ab jetzt oder heute die Dinge mal zu verbessern und nicht ewig hinterher jammern, was früher gewesen ist. Was gewesen ist, kannst du nicht mehr ändern. Dann fang aber endlich mal an, heute was besser zu machen. Weil Leben findet immer jetzt statt und nicht gestern. Und eigentlich habe ich dir das auch schon oft gesagt und habe auch versucht, schon manchmal dir so einen Weg zu weisen, aber irgendwie kommst du und meiner Meinung nach nicht aus der Pötte. Jammerst immer nur, dass es dir so schlecht geht und klagst über Angstzustände und Depressionen und Neurosen und Phobie hier und tralala, aber machst nichts dagegen.
Man hält sich wirklich nur mit Mühe jeden Tag auf die Beine, um einigermaßen das auf die Reihe zu kriegen, was man müsste. Mal endlich damit anfangen, die Dinge von früher abzuhaken. Genauso wie du bei meiner Tochter versuchst, die Dinge gut zu machen, die du von mir falsch gemacht hast. Das ist völliger Quatsch. Das tust du im Grunde nur für dich selber, weil du dir selber was entschuldigen möchtest. Das hilft mir eigentlich auch nicht weiter. Und sie lächelt und reicht mir die Hand. Ja, nimmt mich im Arm, gibt mir einen Kuss auf die Backe und sagt, sie hat mich lieb. Doch, ist in Ordnung. Also ich habe sie jetzt gefragt, ob sie eigentlich möchte, dass wir die Sache klären, und ein bisschen zögerlich. So, eigentlich möchte sie es ja nicht. Sie möchte es am liebsten verdrängen und hat da ein bisschen Angst vor. Da sie ja so ein Energieanteil von dir ist, muss irgendwas in dir auch ein bisschen so diese Meinung haben. Ja, sie sagt, ich hätte schon recht damit, wenn ich sage, dass man das ja mal endlich mal klären und aus der Welt schaffen müsste. Ja, damit hätte ich recht, aber sie hat irgendwie Angst davor und sagt, das würde aber eine harte Nummer werden. Bist du auch einverstanden damit? Doch, ja. Ja, also das Bild meiner Mutter in mir ist also auch der Meinung, dass es wirklich letztendlich, trotzdem es ein Stück harte Arbeit ist und wohl auch ziemlich heftig wird, ist letztendlich besser, das mal endlich aufzuräumen. Ja, du sitzt hier in der Dusche und erzählst mir, du wärst traurig. Und wenn ich ehrlich bin, kenne ich dich nicht anders. Ich kenne dich eigentlich immer als ziemlich tief schwingender Mensch, sag ich mal, der immer so recht an der Grenze der Depressionen ist und eigentlich immer so ein kleiner Schwarzmaler ist und eigentlich alles auch immer gerne im Negativen sieht. Ich kenne dich eigentlich nicht anders als immer so ein leichter Trauer überzogen, so richtig glücklich lachend habe ich dich noch nie gesehen. Und ich frage mich jetzt ganz ehrlich, warum du hier in der Dusche sitzt und zwar jetzt wieder ganz körperlich da sitzt, von vorhin warst du ja halb zerfressen. Was möchtest du eigentlich von mir? Verändert sich ziemlich heftig, jetzt sieht das ziemlich dämonenhaft aus. Ja, was willst du mir denn jetzt zeigen? Jetzt zeigt er mir ein Buch. Also alles ist sehr düster. Sieht schon fast aus wie beim Teufel in der Küche. Und ein riesiges, dickes Buch wurde jetzt zugeschlagen. Und ich kann jetzt auf das Deckblatt sehen. Und da steht, und er zeigt so mit seiner krallenhaften Hand da drauf. Und da steht Tod. Sehr schön. Sagt mir aber immer noch nichts. Er sagt gerade, du bist tot. Ich fühle mich aber gar nicht so tot. Irgendein Teil oder irgendeine Art von Lebendigkeit in dir ist tot. Ja, sagt, du hättest schon recht damit, dass in mir etwas tot ist. In dem Moment, wo ich ihm die Frage stellen will, stehe ich genau vor diesem Punkt, vor dem ich schon so oft mit mir selber gestanden habe, weil dass ich mich gefragt habe, was ist es an ihr, was mich stört? Was ist es an ihr, was mich an ihr hinzieht? Und ich habe nie eine Antwort drauf gekriegt. Ich habe immer das Gefühl so, da stockt alles und ich komme nicht weiter. Und genau dieses Gefühl habe ich jetzt auch. Er hat mich gerade so in sich hineingesogen, in seinen Rachen. Und jetzt rutsche ich so, ja, irgendwie in ihm, in seinen Magen oder was weiß ich, wo ich jetzt ankomme, muss man sehen. Ist jetzt in das Dämonenhafte hinein. Plötzlich entstand eine Tür. Als würde ich aus einem Keller auf diese Tür zugehen und diese Tür geöffnet, sehe ich bin in irgendeiner Stadt und es ist sehr schönes Wetter, warm, sonnig. Es ist irgendwo ein anderes Zeitalter. Und als ich gerade die Tür öffnete, hatte ich auch so einen ziemlichen Hitzeschub in mir. Ich zögerte erst und ging einen Schritt raus, so, es geht eine Treppe nach unten auf die Straße, so ein bisschen ein paar Stufen, und ich habe die erste Stufe genommen und sofort fiel der Blumentopf runter. Jetzt sehe ich gerade, wie irgendwas von irgendeinem anderen Dach herunterfällt, wie eine Dose. Weiß ja noch nicht, was das soll, aber ich sehe jetzt eine Frau. Ne, zuerst habe ich ein kleines Kind gesehen, die jetzt von einer Frau auf den Arm genommen wird. Wie gesagt, das ist so ein Zeitalter. 17. Jahrhundert, schätze ich mal so. Sie hat das Kind auf dem Arm und läuft und läuft und ich will sie ansprechen, aber ich spreche sie an, aber sie reagiert gar nicht und
Und ich habe die ganze Zeit so ein Angstgefühl in mir. Und ich sehe nur jetzt ganz plötzlich entsteht irgendeine Riesenexplosion und sie fliegt mitsamt Kind durch die Luft. Sie ist praktisch genau drauf zugelaufen und... Okay, dann gehen die Film rückwärts und wenn sie läuft und läuft und läuft, dann fordert sie auf, dass sie sofort stehen bleibt. Bleib stehen, sofort. Bleibt sie stehen? Ja. Ja, ich möchte wissen, wer du bist und vor allen Dingen, wer das Kind ist und in welchem Zusammenhang steht ihr mit Frauke. Ich bin Frauke, sagt sie. Ja, genau, wer ist das Kind? Unser Kind, sagt sie. Heißt es, dass du im früheren Leben mit ihr verbunden warst, mit Frauke? Sie sagt ja, ob ich das nicht mehr wüsste.